Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Letale Kompanie, mit Tüffles. Du sollst dem sagen, alten Fuß-Tüffles. Herzlich willkommen. Du sollst sagen, was im Update 55 gibt es jetzt Maschinen, die wir steuern können. Im Fachjargon auch Autos genannt. Ja, im Fachjargon auch Autos genannt. Update 55, das Kfz-Update. Nun könnt ihr Busfahrer sein. Wir sollten... Ja. Land mal die Schüssel hier. Komm. Oh, Mann, ich kann den Hebel nicht ziehen. Mach du mal. Kannst du den Hebel nicht anfassen? Nein, nein, das geht nicht. Okay, aber wie machst du das mit deinem Hebel? Das ist okay, da habe ich Berechtigung. Achso, muss. Okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen, ob dir da auch immer jemand helfen muss, das wäre sehr traurig. Nee, das ist in Ordnung. Okay. Alles klar. Ja, gut, erinnerst du dich noch an das letzte Lethal Company Video? Random wurde einen Samen gesetzt, ne? Okay. Nein. Auch an alle, die das letzte Lethal Company Video vielleicht gesehen haben, sich gewundert haben, warum da keine Monster waren. Ich meine, wir haben uns auch gewundert. Wahrscheinlich waren unsere Mods nicht mehr kompatibel mit dem Game und deswegen gab es keine Monster. Aber wir haben die Mods alle deinstalliert, weil Mods sind für Amateure. Genau, wir brauchen keine Mods. Ich habe gerade irgendwas bestellt. Was hast du denn gekauft? Das nennt sich... Ja, warte, das sage ich dir erst, wenn es ankommt. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ja, warte. Okay, wo ist eigentlich unser Auto? Was für ein Auto denn? Ja, wir können Auto fahren in dem Spiel. Spawnt das automatisch? Ich habe keine Ahnung. Wo ist meine Lieferung, Mann? Ist ja schlimmer wie Amazon. Da kommt sie, Achtung! Ja. Nicht runtergehen. So, okay, pass auf. Jetzt wird's richtig wild. Was ist das? Ich sehe nichts, was passiert? Was ist das denn? Gib es mir, ich will's auch machen. Das ist einfach Insektenspray, Bro. Da passiert aber nichts. Nee, aber... Kannst du damit... Das nennt sich Weedkiller. Ich wusste nicht so recht. Keine Ahnung, Mann. Auf wen willst du das sprühen? Ich weiß, ich nehm's jetzt einfach mal mit. Warte, was ist unser Ziel für die Episode? Ja, eigentlich wollten wir Auto fahren. Ja, Auto fahren und? Welche Quota erreichen wir? Ja, wir wollen den Leuten das neue Update zeigen, Auto fahren und wollen eine Quota von 800 erreichen. Aber erstmal muss ich dich ein bisschen vollspritzen. Warte, komm mal her. Nein! Nein, ich! Was? Er spritzt mich an! Er spritzt! Hey, du hast dein Leben verloren. Du humpelst, wenn du gehst. Weil du mich angespült hast. Bro, wir haben nicht mal eine Taschenlampe. Wir sind irgendwie ganz falsch gestartet. Ist nicht schlimm. Ich hab Gold gefunden. Okay, super. Ich hab gar nichts. Ich geh zurück, weil das Gold ist ultra schwer. Ich kann es nicht richtig tragen. Hast du wirklich Gold gefunden? Jupp. Ich komm hier niemals raus. Muss hier geradeaus zurück, oder? Ich bin hier nie wieder zurück. Tschüss! Was? Bin ich hier richtig? Schon, oder? Aber es ist schon ein bisschen langweilig ohne Mods, oder? Von hier sind wir gekommen, ne? Ja. Was? Es ist schon ein bisschen langweilig ohne Mods, oder? Was? Ah, halt dein Maul, Julfa. Okay, Leute, pass auf, wir bringen erstmal das Gold weg. Aber das ist auch neu im Update, oder? Vorher gab es kein Gold. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es vorher keine Goldbarren hier gab. Ich hoffe, die sind viel wert. Dass man noch eine ordentlich krassere Quota erreichen kann. Aber ja, wie gesagt, im letzten Video war echt unser Problem. Ey, wir haben uns so gewundert, warum keine Monster da sind. Easy irgendwie 5 Quotas durchgezogen. Und dann lag es einfach nur an den Mods. Wir dachten, wir sind cool, aber wir sind kacke. Okay, mal sehen, was so ein Goldbarren wert ist. Jetzt bin ich gespannt. Aber ich frage mich echt, wo man dann Autos jetzt herbekommt. Weil in diesem Update sind ja einige Sachen jetzt neu. Also nicht nur Autos. Vielleicht muss man das Auto auch bestellen. Könnte auch sein. Dass es eingeflogen wird extra oder so. Was ist das da für ein rotes Ding? Fire Hazard. Ah, okay. Tulfa! Ja! Ich hab da drin Kindergeschrei gehört. Jetzt ohne Witz. Ist nicht schlimm. Aha. Ich hab gar nichts gefunden. Boah, der Goldbarren ist 170 wert. Bro, ich hab nichts gefunden. Warum nicht? Warum bist du dann hier? Ja, weil ich Angst hatte, Mann. Faule Schwein, du. Alter, ich wollte das Auto finden, Mann, aber... Junge, das ist doch nicht da drin. Ach so? Nicht? Nee. Ich dachte, es wäre so ein Lego-Auto oder so ein Playmobil-Ding oder so. Wieso hast du Insektenspray dabei, wenn du dich nicht traust, Alter, soll ich Kinder mit Insektenspray vollsprühen oder was? Ich gehe jetzt in den Notgang. Mach doch! Ah ja. Pass auf, dass ich dir das Zeug nicht ins Gesicht mache. Was? Was willst du in mein Gesicht machen? Mmm,
Fleck ist auf. So, rein hier. Ich kann da. Alter, geh du da rein. Ich hab keine Lust mehr. Leute, das. Ist doch gar nichts. Da ist ein Thumper. Da ist ein Thumper. Ist er tot? Ist er tot? Was stand da gerade? Near Activity Detected? Was war das für ein Sound? Meint ihr, er ist dead? Ich geh mal nachgucken. Warte, wir checken Detox auf der Cam. Vielleicht lebt er noch. Vielleicht lebt er noch. Er lebt im Geiste weiter vielleicht. Ich gehe kurz ins Schiff und schaue, ob er sich noch bewegt. Vielleicht hat er es geschafft, am Monster vorbeizurennen und hat sich irgendwo eine Blockhütte gebaut. Versteht ihr? Aber was war das gerade für eine Meldung? Near Activity Detected. Habe ich vorher noch nie gesehen. Vielleicht hätte ich mir die Patchlogs wirklich durchlesen sollen. Oder Update-Logs, was alles neu ist. Aber... Achso, das war nur so ein Psychovogel. Alter, ich dachte gerade, was sitzt denn da für ein Ding? Okay, warte, schauen wir mal, ob Didox noch lebt. Das bin ich. Das ist Didox. Ja. Sieht tot aus. Ich fahr mal weg, Alter. Vor allem hat das Monster zuerst gesehen. Wieso geht er nochmal rein? Egal, wir haben ja den Goldbarren immerhin. Ah, ich habe mal wieder was fürs Allgemeinwohl getan. Junge. So, wo ist er denn? Immerhin ein C. Jo. Ich habe versucht, das Vieh zu killen mit dem Weedkiller. Das hat nicht funktioniert. Oh, dann hat es mich aufgegessen. Alter. Aber ohne Mord sehen wir nicht mal mehr die Bildschirmkamera. Das ist schon lame. Was für eine Bildschirmkamera? Ja, hier. Drüben, oder? Ja, ist doch egal, Alter. Okay, gut. Okay. Ja, wählen wir einen neuen Planeten aus. Ja, mal Chef. Einen, wo es ein Auto gibt, bitte. Ja, mach mal. Moons. Rand Offense, Experimentation. Oh, ich kann auch Stinkefinger jetzt nicht mehr zeigen. Nö, ist alles weg. Alles weg, mein Freund. Okay, dann zeige ich einfach auf dich. Leute, stellt euch vor, es ist Stinkefinger. Ich glaube, unsere Finger kann auch ein bisschen tanzen. Oh, warte, warte. Warte nochmal. Du bist nicht nah genug dran, du musst näher kommen. Okay, okay. Sind wir da? Warte, komm her. Warte, komm. Ach, das geht nicht im Sitzen. Tja, das war's wohl, ne? Okay. So, und jetzt kann ich das Schiff landen. Du musst landen, bitte. Ja, jetzt habe ich auch die Berechtigung. Eben ging's nicht. Was hast du eigentlich zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich habe einen Goldbarren mitgebracht. Was hast du mitgebracht? Liebe für dich. Ganz was? Viel. Ich will Auto fahren, Mann. Ja, mach doch. Versteh das nicht. Muss man sich das kaufen oder wie läuft das? Ja, du musst das extra fahren. Du aber hast keinen Führerschein. Tüffler! Tüffler! Hallo? Tüffles? Ich weiß es jetzt. Wir brauchen 400 Credits, dann können wir uns ein Auto kaufen. Okay. Los jetzt. Gut, dann... Ja, dann hättest du mal eben besser was eingesammelt, hä? Ja, das mache ich jetzt. Wir haben vielleicht nichts schon wieder, ne? Wir haben keine Taschenlampe, gar nichts. Ja, warum brauchst du auch nicht? Ey, Junge, ich habe Angst im Dunkeln. Wann verstehst du das jetzt endlich mal? Ja. Mann, immer irgendwo nicht. Sei einfach nicht so eine Memme. Was sollen die Monster schlimmstens machen? Beißen die halt in den Fuß und dann? Nicht jeder leuchtet so wie du. Ach, komm. Können wir erst mal runter, oder was? Hier ist alles voll. Siehst du das? Mhm. Ich glaube, du bist voll, Bro. Hab ich schon langsam so den Eindruck. Ich hab eben am Auspuff geschnüffelt. Renn mal nicht so schnell. Wir finden hier nie wieder raus. Orientier dich bitte. Was? Hier ist zu. Was? Wir müssen rechts rum. Nice. Da ist eine Mine. Wow! Digga, was? Da ist eine Mine! Oh.
Ja, kein Problem. Einfach drüber laufen. Wird nichts passieren. Und wenn was passiert, ist es passiert. Ja, ist klar. Ah, hier, guck mal, hier. Sorry. Nice. Du müsstest ja theoretisch was sein, oder? Vielleicht. Ich habe eine Schraube. Boah, krass. Eine echte? Ja, die aller echte Schraube. Sehr gut, das ist gut, ja. Okay. Hallo, Monster der Nacht? Sind die hier irgendwo? Alter, warum sind hier so viele Minen? Ich habe mich schon verlaufen übrigens. Nee, 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 wir haben uns nicht verlaufen, Bro. Ist hier eine Sackgasse nur, oder was? Warum bist du? Ja, da ist eine Sackgasse. Ja, Sackgasse. Wo läufst du hin? Wir können hier drüben rechts noch runter. Ja, ich will erst mal scannen. Okay. Achso, da sind wir hergekommen. Alter, stimmt. Ja, sag ich doch. Dumm. Alter, blöd haben wir, du. Du bist blöd. Nee, da ist nix, da ist nix. Okay. Warum kann man eigentlich die Holzpaletten nicht mitnehmen? Die sind im echten Leben immer sehr teuer. Die gute alte Europalette, hä? Ja, Mann. Okay, du bist in den Rauch reingegangen. Wo bin ich reingegangen? Was redet der? Was ist das hier? Krass. Also, nur fürs Protokoll. Ich habe mich wirklich sowas von verlaufen. Ich finde niemals... Okay, eine Achse? Large Axle? Okay. Komm, wir nehmen die schon mal mit. Haben wir wenigstens etwas. Besser als nix. Schnödox? Ich bin am Abgrund. Schnödox? Ich bin am Abgrund. Was für ein Abgrund? Ich sitze am Abgrund zur Hölle. Ich springe! Ja, los! Okay. Guck mal nach, ob da was ist, dann komme ich auch. Okay. Und hey, ist da was? Hier ist nix. Und da? Oh, hier ist viel. Echt? Ja. Soll ich kommen? Ja. Ah! Wenn du jetzt runtergefallen bist, hau ich dir eine rein. Oh, nice, okay. Warte mal. Yo, Bro, ich hab eine Engine. Du bist runtergefallen, ne? 100 Pro. Sowas von safe. Er ist sowas von safe runtergefallen. Detox? Detox? Sag mir nicht, er ist jetzt runtergefallen. Ist er runtergefallen? Ich scheiß mir in die Hose, ich schwör bei Gott. Der ist jetzt... Oh mein Gott. Er dachte, ich bin runtergefallen und ist selbst runtergefallen, oder? Ich wirklich... Holy shit! Ja, brauchst gar nicht so Geräusche zu machen da hinten, du! Junge, kommt der aus der Lüftung raus? Der wollte mir an die Beine knabbern, habt ihr das gesehen? Der Dreckige! Okay, wo ist der Ausgang? Na, vielleicht finde ich ja den Notausgang. Weil den normalen Ausgang finde ich garantiert nicht wieder. Obwohl, doch, warte mal. Vielleicht doch. Ich versuch's. Ja, hier lang. Perfekt. Ich schaff's bestimmt zurück nach... Oh nein. Oh nein, es ist Schleimy Mac Schleim. Der Schleimige. Warte, ich gehe hier lang. Ho! Ho! Brother? Yo, fuck straight off. Bro? Nee. Ey, wow. Nicht mit mir. Junge, jetzt ist hier ein Bracken. Ich kann das alles nicht mehr. Wieso ist Detox gestorben? Was war das? Warte kurz. Ich muss kurz orientieren mich. Hier lang.
Hier lang. Hier lang. Hier lang. Und raus. Oh. Baby. Orientierungssinn sein Vater. Ich hab einen Orientierungssinn wie eine tote Katze. Wenn alle Möwen sind, bin ich eine Eule. Ich hab's rausgeschafft. Okay, okay, ich geh zurück zum Schiff. Nicht in den Abgrund springen. Wenn Didungs wirklich gestorben ist, weil er gerade eben in den Abgrund gefallen ist, wo ich so getan habe, als wäre ich reingefallen, um ihn zu verarschen. Ich werde vor der Kamera in meine Kaffeetasse koten. Werde ich nicht, das war ein Spaß. Ich mach's für 100 Euro. Nein, nein. Junge, okay, ich hab's überlebt. Komplette Psychose. Okay. Hüpf, hüpf. Nein! Hüpf. So. Plopp! Und. Ja, er ist gefallen. Wie geil ist das bitte? LOL. Warte, da trinke ich erstmal direkt noch einen Schluck aus meiner Tasse. Er ist for real in den Abgrund gefallen. Ich krieg die Tür nicht zu. Ach doch, sie geht zu. Der qualitativ beste Content hier, den ich hier biete. Es ist unfassbar, Mann, geil, Bro. Alter. Jo, die haben aber was verändert. Ich hatte nämlich eine V-Engine und ich bin ganz normal so gesprungen und das war einfach so. Gesprungen, puff, runter. Also ich bin keinen Meter vorgekommen, sieht man auch im Video. Ja, war deine Ausdauer komisch. Vielleicht leer vom Sprinten? Nee. Nee, das kann es nicht gewesen leer. Sein. Nee, das war es bestimmt nicht. Ich hatte ja auch eine Achse in der Hand beim Springen, die ist genauso groß und schwer wie die V-Engine. Meinst du? Jupp. Wirklich? Ja. Okay. Junge, ich dachte, der Bracken killt mich. Ich dachte, er holt mich. Der war übel, ja. Der hat mich auch erschrocken. Aber der geht nicht links auf diese Plattform, auf dieses Rohr, wo du drauf bist. Ja, aber ich musste ja wieder da runter. Der verfolgt einen ja dann. Warte, ich ziehe am Hebel. Einen dicken Hebel. Der alte Hoden-Kobold. Ich soll ja mal ein bisschen besser performen. Wir müssen das Auto immer entbauen. Ja, ich performe ja gut. Das ist das Problem. Ja, du bist... ich hatte eine V-Engine und eine Schraube. Sehr ärgerlich. Ah nein, das ist dieser Scheißplanet mit den Hunden. Oh. Okay. Okay, Bruder. Das ist nicht so gut. Da, wo es dunkel ist, soll man nicht hingehen. Das kannst du keinem. Ich versuche nicht zu sterben, okay? Man springt vom Schiff runter. Ich versuche mal irgendwas zu holen. Wir haben ja schon einiges eingesammelt. Um wie viel Geld wollen wir kurz wetten, liebe Zuschauer? Dass er trotzdem stirbt. Und all unser Loot, den ich gesammelt habe. Ah, wir kriegen das schon hin. Ohne ihn. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier riesige Leiter an hier. Kommt mir auch höher vor. Alright. So Tüffles, du schaust zu, du bist bei mir. Ja. Boah, ich hätte so gelacht, wenn ich den Sprung ich gehe da rein, hole ein paar Sachen, gehe wieder raus. Ich will keine Bekanntschaft mit den Hunden. Ja, beeil dich bitte. Ja, super. Backroom Room. Der scheiß Raum, warte, ich geh erstmal hoch. Das Problem ist, Detox hat wirklich die Orientierung von einer toten Katze. Sehr nice. Deswegen, wenn er sich jetzt gleich einmal verlaufen hat, wird er den Rückweg nicht finden. Ah, das ist hier so ein Raum. Hier sollte es aber eigentlich was geben, oder? Hier ist doch normal immer. Am besten nimmt er jetzt nur so zwei, drei. Yes. Oh, einfach guck mal hier. Einfach zwei, drei Loot-Sachen. Nice. Oh, mach nicht so einen scheiß Lärm, du dummes Ding. Hör auf, Lärm zu machen! Oh Gott. Maul! Junge. Oh, ist das cursed. Bodenlos. What the fuck? Was war das für eine Klingel? Wieso geht der nicht durch die Tür? Oh mein Gott, ist das eine Schulklingel? Oh Gott, ich gehe wieder raus. Das passt schon wieder weh genug. Tulfe, ich habe zu große Angst, kann das nicht ohne dich. Warte mal, ich tue das Ding mal raus hier. Das ist mir echt zu blöd. Halt dein Maul jetzt, du dummes Mist. Was hat er denn da noch? Gibt's ja gar nicht. Ich kann nicht gesehen, dass er ihn eingesammelt hat. Hallo? Was war das? Hallo? So war eine fucking Schulklingel. Bitte? Was? Was macht der denn? Jo, was ist das für eine Musik? Ich höre gar nichts. Ey, das war aber so noch nie. Bro, okay, hoch und oben durch die Tür. Okay, warte, ich schau nochmal nach oben. Ja.
und geh durch die Tür da. Da war doch noch eine Tür, oder? Nö. Ja, doch. Doch hier. Ist eine Orientierung wie ein, keine Ahnung was. Schwamm. Lagerraum. Maybe baby. Something here. Jo, er hat. So, noch eine Schraube. Das passt schon. Wir haben genug. Wir haben genug. Alles easy. Okay. Alles ist easy cheesy. Digga, er verläuft sich. Hier noch mehr. Hier ist versperrt. Okay. Gut. Bitte verlauf dich jetzt nicht. Er hat sich verlaufen. Hab ich mich jetzt verlaufen, Jo? Nee, ne? Bin ich so hohl? Das kann nicht sein. Oh oh. Nicht da lang. Ich hab die Orientierung von so einem richtigen Moloch, ey. Nicht da lang. Nee, warte mal. Hier sind wir. Da. Ist eine Sackgasse, Bro. Jo, haben die einfach die Tür hier zubetoniert? Oh mein Gott. Okay, ich weiß, wo er lang muss. So, er geht jetzt hier zurück. Er kommt dann in diesen Raum mit den großen Kreuzungen. Das ist eine fucking Tür, da bin ich aber nicht hergekommen. Nein, nein, links, geh links, geh links. Jetzt links, 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 links. Nicht dadurch. Links, 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 wow, links, wow, wow, links. Nochmal links. Nicht, bitte. Okay, warte mal, von da, ich bin nicht drüber gesprungen. Warte mal. Junge, wie kann man sich verlaufen? Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Da lang, ja, 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 geh da rein. Oh. Hier. Alter. Alright. Ich hab richtig Panik, wenn der alleine spielt. So, hier immer nach oben. Wirklich, du könntest so, Detox. Du musst nicht bei den Hunden sterben, sonst wird's schlecht. Detox kannst du in den Rewe bringen. Was nehme ich jetzt mit hier? Das du mit dem, glaube ich, hier. Warte mal. Du drehst ihn in irgendeinem Rewe-Gang rein mal in den Kreis. Fucking Regen. Und findet er den Weg nach draußen nicht mehr. Ich schwöre. Wobei, der ist wegen den Hunden, glaube ich, ziemlich scheiße. Lauf nicht da durch. Okay, das ist schlecht hier. Hier versinke ich. Kann ich da hoch? Die Hunde sind jetzt eh noch nicht da, Brody. Oder hüpf, komm. Herb. Zwei über 20. Vorsicht, Vorsicht, ich kann eigentlich. Oh, 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 da nicht reintreten. Ich kann eigentlich die Schraube doch holen, glaube ich. Nein, hol sie nicht. Ich hole noch ein Schräubchen. Guck mal, was ist das für eine Verarsche hier? Spring über die Reling einfach. Ja, oder ja, spring von hier rein. Genau, genau, genau. Spring. Jupp. Nice. Ja, scheiß auf die Schraube. Ja, scheiß auf die Schraube. Ich das dann noch rumbekommen oder so. Gar keinen Bock. Einfach wegfliegen. Flieg jetzt. Flieg! So. Ich kann das alles nicht mehr. So, tschüss. Ja, ja. Ja, 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 ja. Er castet sogar einen Vote, yo. Was ist los mit ihm? Er castet einfach einen Vote. Ich hab hier Sachen gesammelt, Mann. Ich hab Angst, dass er nochmal rausgeht, ey. Psychose. Wo ist er? Hüpfles. Genau, lazy. Lazy bist du. Lazy, lazy und trotzdem am profitabelsten. Ja, hast du recht mit deinem Goldbahn. Junge, ich hab fast eine Psychose bekommen, als du dich verlaufen hattest. Ich dachte, wie kann man sich... Du bist an zwei Sachen bist du abgebogen, hast dich direkt verlaufen. Ja, ist nice, ne? Das war wirklich wild. Da habe ich eigentlich fast den Glauben verloren, also an die gesamte Menschheit aber. Wieso? Du kannst ruhig den Glauben an mich verlieren. Bro. Das ist ja schon. Ich habe eine Orientierung wie... Eine tote Katze. Wie ein Tannenzapfen, deswegen... Nee, eine Katze, eine tote... Die hat eine bessere Orientierung wie ich. Eine tote Katze. Ja. Sollen wir den Goldbarren aufheben? Ja, eine tote Katze hat auf. Eine bessere Orientierung wie ich. Okay. So, wir legen die beiden Sachen erstmal rein. Psychosenroboter. Noch nicht klingeln? Das ist so ein nerviges Ding. Aber hast du auch diese Schulglocke gehört? Ich glaube, das kam von dem Roboter. Echt? Ich glaube schon. Na, ich weiß nicht. Ja, weil als du den Roboter rausgebracht hattest, hat es aufgehört. Okay. Wie viel haben wir? Nicht genug. Ja, ach was! Flieg jetzt weg. Das Brett und diese, weiß ich nicht, Bürste da drauf gelegt. Vielleicht reicht das. Ja, okay. Was brauchen wir? 138 Euro. Bestimmt, bestimmt. Ums Verrecken wird es nicht reichen. Pass auf. Ja, klar reicht das.
beruhigt er sich. Er will mich aufessen. Gib ihm jetzt das Zeug. Er will mich essen. Gib ihm das Zeug. Er will mich essen. Hab ich. Und? Reicht nicht. Ja, ich hab's doch gesagt, wegen 5 Credits. Warte. Der Post-it ist 5 Credits wert, oder? Irgendwas war 5 Credits wert. Warte. Wenn der jetzt ein Credit wert ist, kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Bitte nehmen Sie den Zettel. Eine kleine Spende. Eine kleine Spende von meinem fetten Handy. Was haben wir jetzt? Bringt gar nichts, du Affe. Okay. Nein, warte. Ich bring mich um. Du kannst mich spenden. Nein. Doch. Willst du dich umbringen? Wie denn? Warte. Ich mach's. Kann aber ich nicht aufs Schiff? Und dann? Ich bin 5 Credits wert. Aber das macht keinen Schaden so. Nee. Nicht das Horn verkaufen! Das ist zu viel wert, hör auf! Bro, es hilft nichts. Nein, nicht das Horn! Nicht das Horn, ich spring von der Reling. Gib mir das. Oh Mist. Du hättest ja auch hingehen können und... So, jetzt hat was. Nein, man kann das nicht getötet. Wegnehmen. Ja, und? So, alright. Gut, dann starten wir mal, oder? Alter, der ich sag... Das gleiche hatte ich eben mit dir vor, aber wir waren unter der Quota, deswegen konnte ich nicht losfliegen. So, wie viel kriegen wir jetzt? Ich will Auto fahren. Nein! Doch. Du hast keinen Führerschein. Ich gebe alles fürs Auto aus, es ist mir völlig egal. Denkst du, Auto kannst du alles erlauben, nur weil du über 30 bist, ja? 2 Credits. Oh mein Gott, ist das schlecht, Jo. Wie viel? 200 haben wir, dann müssen wir noch mal ein bisschen sparen. Ja, dann kauf jetzt auch bitte nichts. Nö, ich kauf nichts. Wir gehen zu... Wo gehen wir hin? Da gehen wir hin. Yeah, die Quote baby. Haben wir sogar schon. Ja, das ist doch super. Dann heißt es jetzt bloß nicht sterben. Hast du den Roboter verkauft? Bro, du hast den Roboter verkauft. Was ist los? Ach ja, stimmt. Hier? Sorry. Ich dachte gerade als letztes... Junge, warum schreist du mich an? Ah, hab mich erschreckt, ey. Ich dachte, du bist dumm. Ich muss mal kurz gucken, ob mein Fenster offen ist. Nicht, dass der... Kommt du mir auf die Fresse hauen, wenn du so laut bist. Mann, ey. D-Dog schreit seit 2 Wochen seine Nachbarschaft zusammen. Oh Gott! Was denn? Nichts, da war ein riesiges Fliegevieh. Das hat mir ein bisschen am Pimmel ge... Ne? Was? Was redest du? Oh, es ist so wunderschön hier. Oh. Geh da nicht runter. Zulfa. Zulfa, warum machst du das? Das war nicht mit Absicht. Oh mein Gott. Nein. Hilfe. Zulfa. Oh nein. Hilfe. Hilfe. Nein, ich auch. Zulfa, Hilfe. Ich auch. Zulfa. Hilfe. Ich bin auch tot. Hilfe. Hilfe. Oh. Hilfe. Hilfe. Oh mein Gott, ich bin mit dem Bunker gefallen. Was ist das hier? Nein! Er ist tot. Ich bin gleich auch tot. Alter, wieso kann man hier nicht raus? Offen, warum lebt er noch? Oh mein Gott. Junge, wie dumm ist das denn? Warum können die nicht schwimmen? Warum hast du überhaupt ein Vote zum Leaven gecastet? Hab ich gar nicht. Doch, hast du. Da war es unabsichtlich. Hast du vorhin aufgemacht, auf mich anzuschreien. Ja, du warst aber schon im Schiff. Junge, wegen dir ist jetzt das ganze Geld weg. Nee. Wegen dir. Wegen dir ist alles weg, mein Freund. Nein, wegen dir ist alles weg. Ach, stimmt, da ist ja dann alles weg. Oh ja. Mein Gott. Zwei Tage für die Quote. Warum haben wir nur noch 120? Weil du es ausgegeben hast.
Nein, habe ich nicht! Was ausgegeben, um auf dem Planeten zu landen? Oh mein Gott, ist das ein Käse, yo. Ah, ja, ja, wegen dir sind wir jetzt broke. Bro, Bro, wegen uns beiden. Ich bin genauso nicht. auf diesen feuchten Blatt ausgerutscht wie du auch. Nö, nö, nö. Doch, da war ein feuchtes Ahornblatt am Boden. Ne, du hättest einfach nur oben bleiben müssen. Tüffles. Was denn? Was willst du, hä? Am Großen, ja, nicht am Kleinen. So, das ist hier Ada, irgendwas. Oh, das Schiff überfährt mich, Hilfe! Oh, fast gestorben. So, Bro, ich gehe jetzt über die Brücke, nicht rennen. Hallo? Ich hasse ihn. Ich hab gehofft, du stirbst. Maul. So, wir brauchen Loot jetzt. Wir brauchen den Goldbarren, Mann. Der ist weg wegen dir. Nee, wegen dir. Einigen wir uns drauf, dass er wegen dem Ahornblatt weg ist, ja? Ich geh jetzt da rein. So verflucht dunkel hier. Stoppschild. Na, jetzt kann ich ihn wenigstens verprügeln. Hier unten was? Yes. Hier ist nirgendwo Loot, Mann. Hörst du das? Irgendwas ist hier. Hier, eine Soda. Oh, Soda. Hier. Ah, das ist so ein nicer Raum mit so einem Schränkchen. Oh ja, hier, guck mal. Hä? Ich hab Eier. Jo, guck mal, ich hab Eier. Wow. Krass, Mann, mach's mal auf. Okay, keine Ahnung, was das bringt. Mein Inventar ist fast voll. Ja, meins ist voll. Ich bring das mal zurück. Warte, ich komm mit. Haben. Ich glaube, auf Adamance gibt's auch keine Monster nachts. Das weiß ich nicht. Du bist halt wieder auf so ein bisschen verliebt aus. Du willst es prügeln, ne? Ja, ich merk das. Das war aus Versehen. Hinter dir! Wow. Okay, jetzt fliege ich schnell weg. Du fliegst weg. Wenn er abgelenkt ist, jetzt fliege ich weg. Oder? Schnell. Dann hast du kein Loot. Schnell. So, pass auf, das Ei bringt einfach 100. Mach die Tür auf jetzt, du Otto. Ich verprüge dich, wenn ich reinkomme. So. Was ist jetzt passiert? Fuck, Alter. Ich hab das Ei da reingelegt. Das. Ah! Wo ist er hin? Detox? Wo ist er denn? Dirox! Hallo? Ist er? Ah! Er ist explodiert! Er hat doch noch Loot dabei! Na gut, dann fahr ich halt. Wo ist er hingeflogen? Ah, ne, er lebt noch! Ne, wo ist er? Hä? Was ist denn da passiert? Ne, er war tot. Hä? Verstehe ich nicht. Wieso sah er lebend aus auf dem Screen? Ey. Warst du tot? Nee. Junge, mich hat's bis zur Base zum Haupteingang hintergeschleudert. Wer ist da noch hingegangen? Achso, wusste ich nicht. Ich dachte, du bist tot.
Ja, ich war ja auch tot, weil ich habe das Osterei in den Schrank gemacht und dann ist das explodiert. Ach so. Das ist richtiger Scam, dieses Kack-Osterei, Alter. Da gehen wir jetzt nochmal rein hier. Warum hast du dich auf dem Screen noch bewegt? Auf dem Screen hier hast du dich noch bewegt, als wärst du lebendig. Das ist eine Psychose-Folge, yo. Ja, ist es. Ja, wahrscheinlich bin ich durch die Map geglitscht oder so. Wieso landen wir jetzt nochmal hier? Sowas. Ja, weil das Brücke. Ein guter Ort zum Looten ist, habe ich gelesen. Willst du wirklich über die Brücke Nein, gehen? Nein, du haust jetzt ab. Tjolfa. Ja, ich will jetzt bitte. Lass mich einmal einfach drüber gehen, okay? Komm mit. Geh alleine, weil wenn wir zu zweit gehen, kracht sie ein. Bro, was ist das? Was ist heute dein Auftrag? Hör auf mit dieser Psychose. Ich will zusammen drüber gehen. Sie wackelt doch eh schon. Was machst du denn? Wo bist du? Hier, ich war drüben noch. Schau mal, hier, mein Loot liegt hier noch. Bis hierhin bin ich hingeschleudert worden, schau. Lol, geil, eine Cola. Hier liegt mein Loot, hä? Achso. Na gut, dann bring ich das mal zurück, damit wir das schon mal safe haben. Okay, ich geh rein. Egal. Nein, egal. Pass auf mit Ostereiern, ne? Wo ist der Eingang? Hallo? Ja, das hier ist ja links angehangen, ne? Ich nehm den hier. Emergency Exit. Bro? Ja? Bro? Da ist eine Mine, Mann. Und selbst liegt zwei. Pass auf. Ich lauf rein, okay? Hallo, gib mir den Scheiß her. Ist hier sonst noch was? Rabaschmacki? Sonst noch was? Ne, dann gehe ich direkt wieder. Hau direkt wieder ab. Bin zu dumm hier. Schmödox, bist du noch hier? Du hast hier jetzt irgendwas Großes, ich gehe das Zeug zurückbringen. Ja, ich auch. Kann ich hier unten lang? Kann ich hier oben lang besser. Detox? Detox? Bro! Wo bist du? Er ist tot, ich muss ohne ihn fahren. Alter, das sind fünf. Wow, wer bist du denn? Junge, verrückt gewordene Eidechse war das. Junge, was hast du denn in der Hand? Irgendein Chemieling. Ich werde hier von was angegriffen. Guck mal, wer ist er denn? Ja, das ist... Oh, er ist tot. Mistvieh, kann ich das mitnehmen? Nee. Lass meinen Schulfer in Ruhe, es sind meine Füße. Was? Was? Warum hast du ihn getötet? Weil er dir an dein... Weiß ich nicht, wo er dir ran wollte, keine Ahnung. Ich wollte ihn zähmen und mitnehmen. Wie war denn sein Name? Heinz Heribert. Heinz Heribert der Zweite. Ich dachte, er hieß Gustav der Erste. Nee. Christian Rolf Manfred. Du lachst. Hey, guck mal, der Loot ist doch noch drin. Oder hast du das? Ich hab einen Kumpel, der heißt so. Hä, wo kommt der Loot jetzt her? Den hab ich eben hingebracht. Ach so, okay. Ja, du Amateur. Was hat das jetzt hier? Das ist... Au, nein, au! Hey, wieso? Fass meine Chemiekeule nicht an. Hey! Du, direkt sag, es wird eine Leere sein. Fast. Halt, Heribert, geh von meinem Kopf! Wir haben darüber gesprochen! Ah. So, mein Lieber. Ich werde dich in den Schrank stecken. Geht nicht. Glück gehabt. Oh, Detox. Hallo? Ich hasse dich. Wieso? Hast du mich getötet? Du hast es verdient, du hast meine Chemie. Ich habe gesagt, fass nicht mein Chemieding an. Fass es nicht an! Ah! Das ist mein Chemiekrug! Mann, du!
Du aggressiver, du! Verdammt nochmal! Das ist mein Chemiekrug, der wird auch nicht verkauft! So, wo müssen wir hin? Null Dates, wir müssen zurück! So. Kann nicht mehr schreiben. Ich hab ein Glas voll Chemie. Leute, irgendwas ist ganz komisch mit ihm heute. Ich hab's euch vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, was los ist, aber... Ich glaube, der hat zu viel an seinem kleinen Zeh genuckelt. Chemie. Wir sollten eins aufheben als Waffe. Ja. Die Chemie bleibt hier. Du bleibst da. Tu die Chemie da rein. Komm. Ich komm doch. Tu dein Chemieding da rein. Nein, lass es. Hey! Wir kriegen das niemals zusammen, Bro. Nein! Nicht die Chemie! Nicht die, ich wollte ein Experiment machen morgen. Das ist für Bro, ein Schulprojekt. Kannst, ja, da geh ein bisschen näher zu ihm ran, sag's ihm doch. Es ist sag's für... ihm. So, fertig. Hallo, Sir, kann ich das wieder haben, bitte? Ich fliege jetzt weg. Mach doch, hau ab. Oh mein Gott. 34 hat das nur gebracht. Oh, wir werden so sterben, ne? Wir werden Nein, so werden sterben. Nein, nicht. Keine Sorge. Weil wir die Quote nicht Nein, keine haben, Sorge. Bro. Easy haben wir die Quote. Oh, Mann. Easy, easy sagst du? Ja. Nein, ja. Ich glaube, du musst das Stoppschild verkaufen. Nein. Damit habe ich noch was anderes vor. Ey, wir müssen mit dem Auto... Okay, nice. Gut, easy. Alles klar. Easy. Puh, okay. Gut. Bleib mal still stehen. Bleib mal still stehen. Nein. Du Idiot. Du bist ja, wir können's kaufen! Yeah, baby! Yes, hör auf jetzt! Jawohl, Alter, wir haben den Cruiser gekauft! Bam, ja, Junge! Und wo ist er? Wo ist er denn? Ja, wir müssen erstmal... Du hast ihn jetzt bestellt. Jetzt landet er hier auf dem Planeten und wir können ihn immer noch nicht fahren, weil du ihn jetzt schon bestellt hast. Schlau. Hä, wieso? Wir sind doch erst abgehoben, Bro. Junge. Orbiting Gordon, Quota reached. Overtime Bonus. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir? Jetzt haben wir nicht unseren Cruiser wegen dir. Warte mal. Landship, wo sind wir denn? Du musst landen, das Schiff, ja. Nee. Bei der Company Resist. Wir sind falsch, mein Freund der Sonne. Ja, flieg woanders hin. Wo ist der Cruiser? Der Cruiser, der kommt schon, mein Lieber. Oh ja, endlich, wir können Auto fahren, Mann. Bist du auch schon so aufgeregt? Nein, ey, zusammen mit Tüffel ist Auto fahren, Mann. Ich fahr. Wir werden sehen, wer fährt. Ist so spitzig. Wir werden sehen, wer fährt. Au, hör auf, mich zu schlagen jetzt, du aggressiver Bastard! Wo ist der Cruiser? Der kommt noch. Mann! Bro! Stop it! Stop it. For fuck's sake, das gibt's doch gar nicht. Wo ist er? Stop it. Jetzt am Herd. Der wird schon kommen, das ist ein bisschen so unentspannt. Der wird jetzt erst mir eingeflogen. Du hast ihn falsch bestellt, der wird hier nicht ankommen. Nein, hab ich nicht. Das stimmt nicht. Hör auf, so eine Käse zu erzählen. Du hast ihn bestellt, während wir bei der Company lagen. Ja, und? Ja, also wird er da hingeliefert. Wir waren doch schon in der Luft, Mann. Nein, du hast... Da kommt er doch. Yo, Bro. Oh, er kommt wirklich. Hast oh, aber nice, Glück gehabt. Alter, guck dir das an. Ja, wild. Okay, was ist das gut. Denn? Lift Glass. Was nice. Ist denn Eject? Oh, shit! Dafür ist der Eject-Knopf. Ja, das machen wir besser wieder zu. Sorry, Bro. Ich wusste nicht. Warte. Ich wusste nicht, dass das dafür ist. Kann ich dich? Pull up. Kann ich nicht. Warte. Oh, Mann. Das tut mir echt leid, ey. Du kannst trotzdem mitfahren. Wieso geht der nicht an? Hä?
Wieso geht der nicht an? Wieso geht er nicht an? Hä? Hast du das Auto kaputt gemacht? Hast du? Warte, was steht hier drauf? Inspect. Inspect? Oh, was steht hier? Bla bla bla. Operating Condition. Bla bla bla. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Oh, hier ist noch was? Aha, aha, aha. Ja? Okay. Wie geht's denn an? Okay. Ich verstehe es nicht. Was steht da? Engine Lubricant? Sind die dumm? Oh. Versuchen wir es nochmal. Was für eine Scheißkarre hier, Mann, der gekauft, Mann! Boah, er ist an! Kann nicht fahren, häng fest. Bin in den Baum gefahren. Was ist denn das für ein Mist? Mach zu hier, ich darf die Leiche nicht verlieren. Was ist das für ein Scheiß? Wer hat denn das? Oh. Hey, es ist voll schwer zu lenken, Mann. Damit ist man aber nicht schneller. Wow! Okay, warte, ich will mal was testen. Oh, ich lebe noch. Wieso ist Detox gestorben? Oh, ich glaube, er ist fast kaputt, oder? Warte mal, ich mach's nochmal. Hui. Oh, Bro. Was ist das denn für eine Psychose? Schau mal, was da läuft! Hast du gesehen? Ich hab's gesehen. Ey, sorry, ich wusste nicht, dass der Eject-Knopf wirklich so schleudersitzmäßig ist. Ich hab einfach gedrückt. Wieso? Ich hab doch selbst gedrückt. Ach so, ich hab auch gedrückt. Ach so! Okay. Ich hab auch drauf gedrückt. Ich war neugierig. Oh, ich habe mir gerade so eingestuhlt, als du mit dem Ding gefahren bist. Das war so dumm einfach. Es ist wirklich eine richtige Scheißkarre, Mann. Oh Gott, ey. Oh, Mann. Okay, ey, ich würde sagen, das reicht für ein Video. Ja, ich glaube auch. Ich verkrafte das nicht länger. Nee, heute nicht. Wir müssen, die Leute bestimmt auch nicht. Wir brauchen jemand Drittes. Wir beide, hey, das tut nicht gut. Hey, wenn ihr mehr Lethal Company sehen wollt, dann schreibt Döspaddel in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was?
Ciao. D-Ö-S-P-A-D-D-E-L. Döspaddel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.